du weißt, du hast ein Kilo Kokain auf dir. Und das ist schon ein heftiger Gegensatz zu diesem gewöhnlichen Leben als Mutter. Ich weiß noch, am Flughafen in Brasilien, da wurde ich auch angehalten von der Polizei. Und dann hat er nur gesagt, öffne den Koffer. Und er sah die Kinderkleider, schaute mich an, ich schaute ihn an. Und dann sagte er, ich dürfe gehen. Ich bin Daniela Brown und ich wollte geliebt werden, für das ich bin, und wurde zur Drogenschmugglerin. Meine Eltern sind aus Italien in die Schweiz gekommen. Ich ging ja hier in die Schule und das war eine andere Kultur. Als Kind habe ich gedacht, ich bin nicht von dieser Welt oder ich bin in dieser Familie nicht am richtigen Ort. Ich habe ja immer gesucht, wo ich geliebt bin. Und dann dachte ich, wenn ich heirate, dann kann ja das meine Leere ausfüllen. Mit 23 heiratete ich dann. Ich dachte, Daniela, jetzt hast du dein Glück gefunden, du kannst jetzt zufrieden sein. Da ist das erste Kind geboren, dann das zweite, und diese Leere war immer noch da in mir. Als ich schwanger war mit dem zweiten Kind, hat mein Ex-Mann seine Arbeitsstelle verloren und hat dann Männer kennengelernt, die in dem Drogengeschäft schon waren, und hat sich da überreden lassen. Der Plan war natürlich, als junge Mutter, ich war damals 29, mit zwei kleinen Kindern, in mir sieht man keine Drogenschmuggler. Als mein Ex-Mann mich fragte, hatte ich ihm geantwortet, das werde ich nicht tun. Und ich hatte dann auch gesagt, es ist jetzt aus mit unserer Beziehung. Und in diesem Moment, als mir bewusst wurde, was ich da ausgesprochen hatte, da bin ich innerlich so in ein Loch gefallen. Er hat mich überredet. Ich war abhängig von ihm und dachte, mit dieser Tat kann ich unsere Ehe retten. Und wir hatten das als Reise, Familienreise getan. Und ich hatte mir das so wie auch eingeredet. Zweimal sind wir gereist und zweimal hat es geklappt. Am dritten Mal reiste ich alleine und wurde da am Flughafen dann schließlich verhaftet. Eine Freundin hat mir eine Bibel ins Gefängnis geschickt und ich habe dann angefangen, diese Bibel zu lesen. Und dann konnte ich nicht mehr. Ich konnte einfach nicht mehr. In dieser Nacht habe ich gesagt, ich lass mich sterben. Es ist so schmerzhaft. Und habe gerufen und gesagt, Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann hilf mir. Und in diesem Moment höre ich eine Stimme. Bist du bereit, deinem Ex-Mann zu vergeben? Alles, was du weißt und alles, was du nicht weißt. Und ich war ja in diesem Raum, in diesem Zustand. Und ich hatte natürlich gedacht, ohne ihn wäre ich ja nicht da. Ich habe gesagt, Herr, aber wenn du mir hilfst, dann will ich es tun. Und dann in diesem Moment erfüllt mich ein helles, warmes Licht. Und ich hatte eine tiefe Freude und einen tiefen Frieden. Ich war in diesem Raum eingesperrt in einer kleinen Gefängniszelle und ich war überglücklich. Gott ist für mich mein liebender Vater geworden. Nicht irgendwie eine Macht, eine richtende Macht, von der ich Angst haben muss, dass ich etwas Falsches tue. Und ich weiß, er freut sich über mich.